Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute so ein kleines Zwischendrin-Video, so als Erweiterung zur letzten Woche. Ich habe keinen TÜV bekommen, aber mehr dazu gleich nach dem Intro. Ja, ich fahre, ich sitze in meinem Auto, ich trinke Kaffee in meinem Auto und er hat TÜV bekommen. Es ist eine wunderschöne rosa Plakette, eine wunderschöne rosa Plakette. Jawohl, ja, wie sagt Aki immer so schön, jawollo, genau. Diese wunderschöne rosa Plakette hat er bekommen, weil es sind neue Reifen drauf. Und das Radlager ist wieder fit. Jawohl. Ist eine scheiß Arbeit, das Ding da rauszuwühlen. Vor allem, wenn man die Bremsscheibe nicht zerstören möchte. Weil so eine Bremsscheibe nochmal zusätzlich finde ich doof, weil die alte war noch gut. Also machen wir sie nicht kaputt. Richtig. So, ich schicke euch mal kurz ein paar Fotos rein und dann sehen wir uns nochmal. Bis gleich. Ja, die neuen Reifen, die ich drauf habe, sind jetzt keine AT-Reifen mehr im Moment. Ich bin da gerade ein bisschen von weggekommen, alleine schon, wie gesagt, durch die Angst, dass das Radlager mehr Druck bekommen hat. Ist mir jetzt also mittlerweile vom TÜV-Mann bestätigt worden, es ist mir von meinem Werkstattmenschen bestätigt worden. Ich habe auch noch ein bisschen rumtelefoniert. Natürlich, dadurch, dass die AT-Reifen 80 cm Profil haben oder so, ist natürlich auch mehr Gerumpel-Pumpel auf der Straße. Lassen wir jetzt mal so dastehen. Ich habe von Volker mitgekriegt, dass er das nicht so sieht. Okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt Allwetterreifen drauf. Ist jetzt nichts Besonderes. Es sind auch nicht irgendwelche super tollen, teuren Dinger gewesen. Aber es ist leise. Es ist verdammt noch eins leise geworden beim Fahren. Nexen N4 bla irgendwas. Blue. In derselben Größe wie vorher die AT-Reifen waren. Ja, machen einen ganz ordentlichen Eindruck und sie sind leise. Alter, ich höre gar nicht mehr, dass das Auto rollt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt, also ich meine, wenn ich es nicht sehen würde, also auf jeden Fall ist es leiser. Jawohl. Und es regnet. Ich habe eben gerade schon die ersten Slide-Versuche damit gemacht. Nee, geht nicht. Ist langweilig mit den Dingern. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur mal erzählen. Mein schwarzer Transit hat endlich wieder rosa TÜV. Jawohl. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, auch wenn das Wetter gerade richtig, richtig scheiße ist. Lasst es euch gut gehen und morgen, denkt dran, morgen sind die Wochenhighlights dran. Alles klar, ihr Lieben. Ich wünsche euch was. Macht Schmucke. Bis denn. Ciao, ciao.